Die 7 Vegan sind wieder da. Die 7 Veganer. Entgegen den ständigen Anfeindungen und auch den nervtötenden Rechthabereien von veganen und nicht veganen YouTube Kanälen haben einige vegane YouTube Kanäle sich in einer Gruppe zusammengefunden, die sich auf die Fahne geschrieben haben, mit Information, mit Inspiration und mit positiver Grundstimmung die Welt ein Stück besser zu machen. Die 7 Vegans. Nun in ihrer dritten Auflage. Den Rest der positiven Rasselbande, den findet ihr unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall mal bei den Kanälen vorbei und abonniert diese Kanäle. Jeder ist auf seine Art eine mögliche potenzielle Informations- und Inspirationsquelle für euch. Die dritte Auflage der 7 Vegans stellt euch ja die jeweiligen Lieblingsgerichte vor und ja, mein Lieblingsgericht, das ist mein Frühstück, mein ganz spezielles Frühstück. Das Frühstück, was bereits alle Nährstoffe des Tages komplett abdeckt. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen über Proteine, über Mineralstoffe, über Vitamine. Mit diesem Frühstück kann gar nichts mehr schief gehen. Ich bin seit 2 Jahren vegan und nahezu jeden Tag beginnt mein Tag mit diesem Frühstück. Es ist frisch, es ist kalt, es ist energiegeladen und eben vollwertig. So vollwertig, ja, wie kein anderes Frühstück auf der Welt ist. Weil es eben auch ja, geschmacklich und von den Nährwerten perfekt auf meinen veganen Lifestyle abgestimmt ist. Aber ich spanne euch nicht mehr lange auf die Folter oder nicht mehr länger auf die Folter und ja, ich zeige euch das Frühstück, danach die Nährwertanalyse und wie und warum ich täglich auch immer etwas modifiziere. Auf geht's! Auf geht's, das Komplettpaket der Green Smoothie. Hier ist alles drin, was ihr braucht an Nährstoffen, das heißt Mineralstoffe, Vitamine, an essentiellen Fettsäuren und auch an Aminosäuren. Alles und auch so viel, dass ihr quasi den ganzen Tag noch essen könnt, was ihr wollt. Ihr habt bereits alles in. Das ist der perfekte Smoothie. Ja, und ja, nur für die Leute, die jetzt erstmal zuschauen. Ja, hier ist ein bisschen dreckig, ne? Das gehört bei mir dazu. Denn ich bin großer Fan von Ordnung, aber Sauberkeit überhaupt nicht. Warum und weswegen habe ich andere Videos dazu gemacht. Aber jetzt geht's los mit dem perfekten Smoothie. Anfangen tun wir mit Proteinpulver. Und zwar nehme ich eine Proteinmischung, die ich mir selber gemacht habe, aus 2 Dritteln Reisprotein und 1 Drittel Erbsenprotein. Dann nehme ich insgesamt 3 große gehäufte Esslöffel, das entspricht ungefähr 30 Gramm. Das ist das erste, was reinkommt. Danach kommt 50 Gramm Himbeeren, gefrorene Himbeeren und 2 Kaffir oder ja, ich glaube heißt Kaffir, Kaffir Limettenblätter, die gibt es von Asiaten. Die sind ganz wichtig, die geben der ganzen Sache so eine richtig geile Frische. 2 Kaffir Limettenblätter, die kriegt ihr im gefrorenen Zustand beim Asiaten, kostet irgendwie 2 oder 3 Euro und ja, ihr habt dann wahrscheinlich ungefähr ein Jahr die Blätter. Also wirklich sehr, sehr preiswert, aber gibt richtig ordentlich Geschmack rein. Die kommen mit rein. Danach 50 Gramm Brokkoli. Ich nehme beim Brokkoli immer den Brokkoli-Strunk. Weil die Röschen verwerte ich meistens für so einen Rohkostsalat oder wenn ich mal gedämpftes Gemüse mache, dann nutze ich das da. Aber den Strunk, den tue ich immer in Smoothie. Also den Strunk vom Brokkoli 50 Gramm rein. Dann eine halbe Knolle oder eine ganze, je nachdem wie groß sie ist, frischer Kurkuma. Kurkuma ist ganz, ganz wichtig. Warum? Deswegen habe ich ein Video gemacht. Vielleicht verlinke ich es euch oben. Also Kurkuma rein. Wenn ihr Kurkuma reinmacht, muss Piperin rein. Hier, mit Piperin tut ihr das für das Kurkuma erst, das Kurkumin, was in dem Kurkuma drin ist, erst für den Körper ja, verfügbar machen. Und zwar erhöht es das um die tausendfache Verfügbarkeit, wenn ihr etwas Pfeffer reinmacht. Und glaubt mir, es schmeckt überhaupt nicht im Smoothie. Da ist so viel drin, ihr schmeckt es überhaupt nicht. So, danach kommt rote Beete. Idealerweise aus dem Garten, wenn nicht dann halt gekauft. Wenn ihr sie in Bioqualität habt, dann könnt ihr sie unbedenklich mit Schale reinwerfen. Wenn ihr sie nicht in Bioqualität habt, würde ich sie schälen. So, die kommt dann auch mit rein. Danach Bananen. Die ganzen Grammanzahlen, die stehen dann sozusagen, verlinke ich euch unten. Auf jeden Fall Bananen kommen rein. Auch da, wenn ihr Bioqualität habt, Banane mit Schale, überhaupt kein Problem. Danach 250 bis 300 Gramm Grünkohl, auch gefroren, ganz wichtig, dass er gefroren ist. Bei den gefrorenen Sachen müsst ihr natürlich ja, einen guten Mixer haben, einen Mixer, der das
packt sozusagen. Also ich persönlich habe jetzt hier diesen Harexco, von dem ich extremst zufrieden bin. Bisher der beste Mixer, weit besser als der Vitamix. Ich habe da schon ein Vergleichsvideo gemacht zu Bananeneis, gerade bei gefrorenen Dingen und so weiter. Steht der Harexco über allem. Und da gibt es sogar übrigens auch einen Edelstahlbehälter, den man übrigens auch auf Vitamix aufsetzen kann. Also wer einen Vitamix Motorblock hat, der kann dann einfach das Ding hier kaufen. Wer jetzt gegen Plastik ein bisschen da nicht so begeistert von Plastik ist, kann sich auch so einen Edelstahlbehälter kaufen. Auf jeden Fall, das kommt dann rein. Danach 50 Gramm Buchweizen. Idealerweise gekeimt und dann wieder getrocknet. Aber dieser ist ungekeimt, den gekeimten nehme ich dann meistens so für kleinere Sachen wie jetzt auf dem Dessert oder so weiter. Weil hier ja jeden Tag viel reinkommt und dieses Keimen und wieder Trocknen kostet halt auch schon viel Zeit, auch viel Energie. Deswegen kommt er hier ungekeimt rein. Dann 40 bis 50 Gramm Haselnüsse. Dann einen mittelgroßen bis großen Apfel oder wenn ihr aus dem Garten kleine Äpfel habt, dann so einen Apfel müsst ihr euch vorstellen jetzt hier von dem mit rein. Dann nochmal 10 bis 20 Gramm Weizengraspulver. Wenn ihr lieber Gerstengraspulver mögt, könnt ihr das auch so reinmachen. Das nimmt sich von den Nährwerten nicht wirklich so viel. Dann Leinsamen, 20 Gramm oder 2 bis 3 gehäufte Esslöffel. Und dann noch einen halben Esslöffel Chlorella. So, dann hoffe ich mal, dass ich an alles gedacht habe. Und genau, und dann schüttet ihr das alles noch mit Wasser auf. Und mixt das. Einmal die Nährwerte für den Smoothie, den ich heute gemacht habe. Und aufgenommen habe ich das alles mit Chronometer. Das ist eine kostenlose Seite, die ich wirklich jedem empfehlen kann, der auch seine Ernährung so ein bisschen tracken will. Die Makronährstoffverteilung, die sind 182 Gramm Kohlenhydrate, 60 Gramm Protein und 40 Gramm Fett. Das Gericht ist nicht nur ein Paradebeispiel für eine vollwertige Ernährung, sondern auch für eine gesunde High Carb Mahlzeit. Warum Low Carb niemals gesund sein kann, dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht, das findet ihr hier oben in den Infokarten. Generell zu den empfohlenen Werten, insbesondere für uns Deutsche, gilt ja die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, als maßgebend. Ein paar Worte. Diese Werte sind oftmals 30 bis 40, 50% zu hoch angesetzt, da in der Berechnung sie von einem ungesunden Durchschnittsbürger ausgehen und darauf noch zwei Standardabweichungen zur Sicherheit mit draufrechnen. Wie genau diese Berechnungen durchgeführt werden, das habe ich euch auch bereits in einem anderen Video erklärt, das würde jetzt zu weit führen, auch oben in den Infokarten. Aber trotz dessen, dass ich weiß, dass 50 bis 70% der Richtlinien ausreichen, sieht man hier, selbst als ungesund lebender Mensch und diese Sicherheitspuffer, dass diese Richtlinie quasi bei fast jedem einzelnen Nährstoff erreicht wird. Und wir reden hier von den, das hier ist eine Mahlzeit, ne? Und die Nährstoffe beziehen sich auf die Tagesbilanz, ne? Und das ist einfach nur ein Morgensmoothie. Also das ist schon krass, ne? Aber fangen wir bei den Fetten an. Wichtig hierbei ist erstens, dass man über den Tag verteilt absolut gesehen die für den individuellen Stoffwechsel benötigten Fette auch aufnimmt. Das heißt, Fette sind wirklich wichtig. Aber zu viel Fett ist einer der großen Faktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch für Krebserkrankungen. Die beiden häufigsten Todesursachen auf dieser Welt. Warum und weswegen? Auch dazu habe ich schon einige Videos gemacht zum Fett. Das aktuellste werde ich euch einfach mal oben verlinken. Auch immer bei den Fetten ist ein Auge auf das Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis zu haben. 1 zu 1 wie hier bei diesem Smoothie, das wird allgemein auch als ideal angesehen. Und natürlich der komplette Verzicht auf Transfette, die ihr wirklich also generell wie die Pest meiden sollte. Da ist wirklich nichts gesund dran, da gibt es auch keinen irgendwie positiven Aspekt oder sowas. Also Transfette komplett meiden. Bei den Proteinen,
Ja, da gilt dasselbe wie bei den Fetten. Sie sind extrem wichtig für den Aufbau unseres Körpers, aber ein zu viel ist auch hier sehr schädlich. Wenn ihr nicht gerade Bodybuilder seid, dann reichen 0,5 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht vollkommen aus. Wahrscheinlich etwas weniger, aber da streiten sich auch ein bisschen die Wissenschaft. Also, aber mit 0,5 Gramm pro Kilo habt ihr wirklich so einen guten Richtwert. Achtet aber gerade in der veganen Ernährung auf eine ausgeglichene Aminosäurebilanz. Es reicht nicht aus, wenn ihr, weiß ich nicht, 40 bis 50 Gramm Proteine zu euch nehmt. Die Aminosäurebilanz muss ausgeglichen sein. Ne? Oft stellt die Aminosäure Lysin ein großes Problem dar. Wenn ihr das bequem umgehen wollt, dann macht das wie ich in meinem Smoothie 1 Esslöffel Erbsenprotein, 2 Esslöffel Reisprotein und ja, und mit dieser Mischung habt ihr quasi exakt dieselbe Aminosäurebilanz wie die von Fleisch. Ne? Links zu den beiden preiswertesten Pulvern, die ich auch benutze, gebe ich euch unten in der Infobox. Ja, kommen wir zu den Vitaminen. Da seht ihr, ja, bis auf B5 und B3 sind sogar die Normen der DGE komplett erfüllt, teilweise 1000% und mehr. B5 ist übrigens in der Banane genug enthalten, also wenn ihr da noch 3-4 Bananen, dann seid ihr auch bei der DGE mit dem Smoothie noch relativ gut dabei. Also im Smoothie ist auch noch Platz gewesen, das heißt ihr könnt da noch... Wobei, ich habe immer den 2,5 Liter Behälter von Harexco in den 2 Liter Behälter... Passt logischerweise nicht so viel rein, ihr müsst halt schauen was ihr für einen Mixer habt. Den Harexco Mixer habe ich übrigens auch unten verlinkt. Ja, Mineralstoffe, mehr als erfüllt. Calcium übrigens ganz interessant bei 705 Milligramm. Da steht zwar hier bei 71%, aber gemessen an den aktuellen Studien wohl eher ist das als 100%, also als optimal sagen wir mal einzuschätzen. Denn die 1000 Milligramm Calcium, die die DGE oft empfiehlt, die sind wahrscheinlich sogar eher schädlich. Lieber zu wenig Calcium als zu viel ist auch der Tenor der aktuellen Studie, die ich euch in meinem aktuellen Calcium Video vorgestellt habe. Das findet ihr auch oben in den Infokarten, denn zu viel Calcium erhöht die Sterblichkeit immens. Aber natürlich ist es wie bei den Proteinen und Fetten extrem wichtig ausreichend Calcium zu sich zu nehmen. Generell variiere ich diesen Smoothie auch täglich und da kommen immer auch mal ein paar Sprossen dazu oder Reste rein von dem was übrig geblieben ist vom Vortag was ich nicht verwertet habe und so weiter. Es ist auch nicht notwendig ein Leben lang alles aufzuschreiben was man isst. Ne? Der Körper zeigt einem in einem gesunden Zustand schon von komplett alleine was man braucht. Daher ist es sicherlich ganz interessant mal einen groben Anhaltspunkt zu haben. Gerade wir die wirklich extrem manipuliert von der Gesellschaft sind was das Essverhalten angeht, können davon profitieren, mal ein paar Wochen vielleicht sein Essen zu tracken, um ein Grundgefühl dafür zu entwickeln, wo was drin ist, gerade jetzt zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, irgendwas, diese spezielleren Informationen, was man einfach ja, nicht wirklich so im Alltagsgebrauch erfährt. Das Wichtigste aber, und das möchte ich auch ganz am Ende nochmal hervorheben, das ist eine grundpositive Einstellung zum Leben und, ja, und auch die Fähigkeit, bewusst über sein Leben zu reflektieren, sich kritisch mit seinen Entscheidungen auseinanderzusetzen. Das ist für mich ja, wirklich die absolute Grundlage einer Gesundheit. Was die perfekte Gesundheit alles inkludiert, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, wenn es dahin passt, oben in den Infokarten. Außerdem findet ihr bei mir auf dem Kanal jetzt mit über 1000 Videos, Themenvideos, Informationsvideos, Inspirationsvideos, genug um euch ja, da entsprechend zu versorgen. Und ja, also dann, ich hoffe auch die neuen Abonnenten die jetzt durch die 7 Vegans dazugekommen sind, haben sich jetzt durch dieses Video auch inspiriert gefühlt, informiert gefühlt und ja, wenn ihr mich nicht schon abonniert habt, dann tut dies, holt das nach und ja und versucht so lange wie möglich meine tägliche Penetration ja, zu ertragen und ja, es ist nicht leicht, viele sagen mir jeden Tag ein Video, jeden Tag Information, jeden Tag Inspiration, es ist too much, aber die Leute müssen daran arbeiten auch mal ein Video von mir nicht zu schauen. Ich rufe immer dazu auf, schaut nicht jedes Video von mir. Wenn ihr wisst, oh das Thema, da bin ich noch nicht reif dafür, für dieses Thema, zum Beispiel Sexualität, dann schaut das Video nicht. Ne? Dann schaut die Videos, wo ihr wisst, da könnt ihr ein bisschen was ertragen. Wir wissen alle, dass wir persönlich, keiner von uns hat den Stein der Weisen irgendwo in seiner Vitrine stehen. Ne? Wir sollten alle ein bisschen demütig sein und genauso wie ich das Beste gebe meine Informationen ja, für euch hier zu präsentieren, solltet ihr das Beste tun diese Informationen auch neutral aufzunehmen, egal wie ihr gerade denkt. Nehmt die Informationen auf und reflektiert darüber. Mehr verlange ich nicht und dann habt ihr mit diesem Kanal wirklich was, was euer Leben besser gestaltet, deswegen auch folgt mir, lebt besser und da bin ich ganz fest von überzeugt. Wir sehen uns morgen wieder, macht's gut, euer Christian, tschüss.